So, willkommen zu Watch Dogs. Wir sind schon bei Folge Nummer 6. Hallo. Fahraufträge. Kerstin ist dabei. Und Michi. Das ist schön, ne? Wir fangen wie immer am Motel an. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie gut ich sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ein Paradies für Pfandflaschensammler übrigens, würde ich mal sagen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss einen Typen fahren, nicht zu schwer. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich habe da einfach, da lief jemand über das Ding rüber und ich habe das in die Luft gesprengt. Und meine Lieblingsaufgabe ist ja auch Kreuzungschaos. Aber gut. Von der Perspektive sah man das dann mal ein bisschen besser. Ja, okay. Ich muss jetzt diesen Typen finden und durch die Gegend fahren. Das klingt nach einem einfachen Auftrag. Ja, dann mach mal. Ja, du kannst dir vorstellen, dass es dann doch nicht so einfach wurde. Zwar ich eine Zwischenmission angenommen habe, mal wieder. Ich Blödi. Das ist übrigens das Auto, das darf ich ganz... Nee, doch nicht. Ich dachte, ich dürfte es legal einfach mitnehmen. Aber dem war dann doch nicht so. Ah ja, Handschuhe vorgeplündert. Natürlich. Ach, hier auf der Kreuzung. Eine Hackergruppe, die sich selbst DevSec nennt, warnte die Bürger, dass das CTOS anfällig... Genau, jetzt also den Zielpunkt markieren, wo ich hin soll. Nee, da nicht. Es scheint also auch eine schön große Welt. Kann man alles noch erkunden. Aber hier ist die Innenstadt. Da. Genau, da muss ich hin. Die Gruppe sagte, dass sogenannte Auftragshacker das System leicht für den Höchstbietenden... Hätte ich meine jetzt bloß nicht so ein Chaos da veranstaltet. Das Rathaus und die Vollzugsbehörden widersprechen dem und sagen, die Gruppe spiele leichtfertig mit Ängsten. DevSec beschreibt sich dagegen als den modernen Kanarienvogel im Minenschacht. Also alles, was ich über die Karren vorher gesagt habe, muss ich ein bisschen revidieren. Die fährt ganz gut. Also die Karre, nicht ich. Die man ja unschwer sieht. Ja, weil du falsch fährst, okay. Das kommt auch noch dazu, ja. Obwohl man ja hier nun wirklich sagen kann, dass die Orientierung besser ist. Warum ich das Tor aufgemacht habe, weiß auch niemand. Weil man das auf die Straße eingeblendet kriegt und sich nicht nur auf die Karte konzentriert. Was dich ja nicht hindert. Nee, natürlich nicht. Ach Quatsch. Da wird auch überbewertet. Karten und Einblendungen und so. So. Ja. Ist das ein Audi? Nee, der hat nur... So eine Haltestelle hält auch nichts mehr aus heute. So, da wird mir eine Mission angeboten, die habe ich dann auch angenommen. Und ihr dürft zwei Versionen sehen. Ich habe 8 gespielt. Ui. Und ich kann es gleich vorweg sagen, nicht geschafft. Noch spielen wir nämlich im Modus Normal. Ich bin wahnsinnig geworden. Dann solltest du vielleicht mal in den Baby-Modus umschalten. Ja, mache ich dann auch. In dieser Folge. Ich verspreche es noch. Aber es war wirklich, ich habe hier wirklich geflucht. Und insofern wieder beweist es, dass es gut ist, dass ich es nicht live kommentiere. Die ganzen Flüche möchten wir gar nicht hören, ne? Nee, es war eigentlich immer nur das eine Wort, das F-Wort, aber in unterschiedlichen Ausprägungen und Lautstärken. Fuck, fuck you, fuck yourself. Schön, dass du es jetzt sagst. Ach so, okay. Und so entspannt. Mhm. Ja, so ähnlich war es. So, da, ne, da ist ja der Auftrag, steht da rum. Und es ist nicht so wie bei GTA. Bei GTA musst du ja, wenn du dreimal scheiterst bei einer Mission, dann kannst du die überspringen und sie gilt zu 50% als erfüllt. Mhm. Das ist hier nicht so. Also zumindest nicht bei den Nebenmissionen. Du kannst sie so oft spielen, wie du willst. Du kannst dann irgendwann abbrechen, aber dann ist sie auch nicht erfüllt. Für den Höchstbietenden. Dann ist sie aber einfach abgebrochen. Wenn Sie einen Auftrag angenommen haben, bringen Sie ihn noch zu Ende. Ich kann einen Mord verhindern, wenn ich die Typen rechtzeitig finde. Ja, so ein Konvoi aus Fahrzeugen mit einem potenziellen Täter da drin. Den muss man jetzt stoppen. Klingt einfach. Ist es aber nicht. Eben, danke.
dass du mich da unterstützt. Tomaten auf den Augen. Da steht ja immer noch mein Auto. Das war sozusagen, also die erste Runde habe ich euch drin gelassen. Ich habe dann geschnitten irgendwann. Aber das erste Mal habe ich drin gelassen, da steht ja noch mein Auto von eben. Das kann ich dann ja auch weiterverwenden. Man muss dann immer sofort die Musik ausmachen, aber das werde ich jetzt demnächst mal ausschalten in den neuen Folgen dann. Dass man nicht immer so mit irgendeinem blöden, abgesehen davon ist die Musik auch wirklich blöde zum Teil, dass man da nicht immer genervt wird. So, da hinten kommt der Konvoi und das, der potenzielle Täter, den ich ausschalten soll. Also sie stehen da gerade noch an der Ampel, das mittlere Fahrzeug ist dasjenige welche und die gelben Pfeile unschwer sind da sozusagen. So, ne, Brachialmethode, das heißt, die anderen haben natürlich sofort geschnallt, dass ich einer bin, den sie verfolgen sollen. Und der haut ab und da bin ich dann hinterher, ne? Kurier, Hilfe! Schnell! Verstanden! Wir sind vor Ort! Also man kann schon mal ohne Übertragung sagen, dass auch Watch Dogs ein Autorennspiel ist. Mhm. Aber es gab wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, ihn auszuschalten, oder? Außer ihn umzunieten dann. Nee, genau. Also er steigt dann irgendwann aus und dann kann man rüberfahren. Ich kann, der hätte ja auch drauf schießen können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Schlimme ist, die verfolgen mich halt auch. Und sind auch schneller als ich. Ich habe das ja 8-mal gespielt, wirklich 8-mal, das übertreibe ich jetzt nicht. Und es lief immer anders. Also es ist tatsächlich so, die haben wohl vorgefertigt ihre Route, die sie eigentlich fahren sollen. Aber wenn du sie dabei störst, nimmt das auch einen anderen Verlauf. Ne? Also es, ich habe mir dann mit denen eine Straßenschießerei geliefert, ich habe alles Mögliche. Also es war schon sehr interessant auch, aber irgendwie habe ich es dann eben nicht geschafft. Man kann die Verfolger sicher auch einzeln ausschalten, da bin ich ziemlich sicher. Also bevor man den Haupttypen da, aber der haut halt ab und das ist blöd. Also man muss schon irgendwie auch dranbleiben. Ja, der Wagen ist runter. Mhm. Schade, der fuhr doch gerade so gut. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich den verloren, achso, da hinten. Der nimmt dann auch andere Strecken. Also wenn du ihn ablenkst oder wenn du ihn störst, er hat zwar seinen Zielpunkt, aber man sieht ja auch schon, die gelben Pfeile sind schon längst nicht mehr da. Das heißt, er fährt einen anderen Weg. Das finde ich sehr gut gemacht übrigens. Also, wir hauen euch raus! Oh. Kann ihn von der Straße! Ja. Ja, also. So, jetzt steigt er aus. Dummerweise sind die anderen beiden auch noch da und... Und erschießen dich, oder was? Ja. Ist nicht gesund, direkt neben den Gangstern aus dem Auto zu steigen und dann auch noch ungeschickt zu laufen, so wie ich jetzt gerade, dahinter einer Brüstung. Schade. Ja, sehr schade. Und gut, also nochmal. Ach nee, Entschuldigung. Ich hab's direkt geschnitten. Die anderen waren unwichtig. Ja, so, dann fängt man da wieder an. Ich habe das so oft gespielt, dass es Nacht wurde. Also es wurde immer, die Zeit schreitet tatsächlich voran in der Stadt und dann war es Nacht. Auch mal wieder schön. Ja, eben. So, Autoklauen, üblicher Weg. Und jetzt Hauptmission weiter. Denn die Hauptmission ist ja eigentlich, diesen Typen zu finden, den wir fahren sollen. Ne? Das war ja die Hauptmission. Aber ein Auto so zu klauen ist offensichtlich ja ein bisschen besser. Du wirst ja nicht verfolgt, oder? Wenn keiner drin sitzt, ja, wenn keiner der drin sitzt, die Polizei genau. holt? Genau. Also lernen wir daraus, stehende Autos stehende zu klauen. Autos. Genau. Und nur im Spiel natürlich. Ja, sicher. Alles nicht zu Hause nachmachen, heißt es ja immer. Und das würde ich euch auch raten. Also bitten darum, würde ich euch. Gleich die Frage war ja immer, ob sich das auch ein bisschen auf das Privatleben auswirkt, diese ganzen Spiele. Und ich muss sagen, wenn ich gerade mal so ein schönes Autorennen gespielt habe, ich fahre durchaus etwas zügiger durch die Stadt. Sportlich? Ja, durchaus. Also auf mich wirkt das sich sehr wohl ein bisschen aus. Also ich kann es nicht sagen, ehrlich gesagt, das ja, aber für mich, ich kann das natürlich trennen, wie, also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich sagen muss, sondern also ganz ehrlich, das ist für mich eine Spielwelt. Und alles, was ich hier mache, ist so absurd zum Teil.
Ich glaube das ja nicht. Insbesondere, wenn man das eben nicht so bespricht, wie wir das jetzt besprechen. Wir sitzen davor und sind ganz entspannt und gehen auch nicht so hundertprozentig jetzt in diese Stimmung ein, wie man das macht, wenn man das selber jetzt spielt und niemand anders quatscht einem da rein. Ja. Aber wenn man da dann total drin ist und du spielst das ja auch wirklich über Stunden, dann ist das schon, finde ich, ein bisschen deines Lebens und... Ja, das stimmt, aber ich gehe denn trotzdem nicht raus und erschieße Leute. Nein, nein, das meine ich auch nicht. Ich wollte auch nicht sagen, so, dass ich grundsätzlich dann mein Auto permanent zerschrotte. Obgleich ich ja neulich einen Tick gegen die Garagenwand, darüber wollte ich jetzt gerade nicht sprechen. Nicht, also. Aber dass man einfach einen Touch ein bisschen mehr in die Richtung kriegt. Das kann schon sein, so eine gewisse Grundaggressivität vielleicht. Jetzt hat mich übrigens jemand online gehackt oder ist dabei, mich online zu hacken. So habe ich das jedenfalls verstanden. Jemand dringt in ihr Spiel ein. Jordys Job wird warten müssen. Das ist jetzt eine Nebenmission, wo ich gar nichts machen konnte. Also das ist automatisch passiert. Jemand Echtes? Ja, offensichtlich. Mhm. Das Spiel ist ja immer online, auch wenn man man muss da so ein Uplay-Konto eröffnen bei Ubisoft, wenn man wirklich richtig spielen will. Habe ich aber nicht gemacht, finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Aber offensichtlich sind trotzdem Online-Verbindungen da. Und, Entschuldigung, die lief da über den Weg. Und es können Leute sich in mein Spiel hacken. Ich kann auch in andere Leute Spiele mich reinhacken. Ha, gefunden. Ei. So, auf leicht gestellt. Hätte ich mal vor dieser ganzen Verfolgerei vorhin machen sollen, aber nein. Aber wenigstens jetzt. Und Zielhilfe habe ich auf stark gestellt. Ja, es geht ja hier nicht um Herausforderungen. Auch bei Nacht ist die Stadt interessant. Mhm. Ich würde mich mal interessieren, das spielt ja im Gegensatz zu GTA, das spielt ja diesen Los Santos, einer fiktiven Stadt, die Los Angeles sehr ähnlich sieht. Ist ja wirklich Chicago. Also es spielt in Chicago und mich würde echt mal interessieren. Das solltest du wohl noch ausfinden. Ja, ich muss dann mal. Ich buche dann mal einen Flug. Ach, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Das kann man nur vor Ort ermitteln. Na gut. So, ich werde jetzt gehackt und offensichtlich ist dieser Hacker da in diesem lilanen Kreis, da auf der Karte, auf der Minimap. Da muss ich irgendwie rein. Ich parke mal ganz elegant da so am Straßenrand. Und muss ihn dann finden. Das ist ja, weiß man inzwischen, wie das geht. Man kann die ganzen Leute da anzapfen oder untersuchen. Mit dem Profiler nennt sich das. Und einer von denen muss dieser Hacker sein. Scheiße, er will sich reinhacken. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Die Frage wäre, was passiert, wenn er mein Handy knackt? Was ist dann? I don't know, wie der Japaner vielleicht sagt. Vielleicht verlierst du da dein ganzes Geld, was du sonst immer mit den anderen machst. Das kann natürlich sein. Guck mal, nicht der Hacker, nicht der Hacker, nicht der Hacker. Ja, doch. Oh, der hat aber ein dickes Einkommen. Echt? Oh shit, den hätte ich mal hacken sollen. Aber es geht nicht ums Einkommen, sondern ums Bankkonto. Da haben die meistens so, wie die Amerikaner halt üblich, nicht viel auf dem... Da ist er. Du gehörst mir. Töten sie ihn. Mhm. Ja, klar, das muss ja, wäre ja langweilig. Also, da habe ich dann erstmal meine Knarre gezogen. Ausnahmsweise mal auch gefunden. Und direkt erlegt. Wie viele von denen gibt es denn noch? Der Kerl schießt! Er schießt! Hilfe! Da ruft jemand die Polizei, das sieht man an diesem Dreieck da, an diesem... Schnell die Waffe weg. Aber sein Geld oder so konntest du jetzt nicht mehr nehmen? Nee, ich wollte auch abhauen, ehrlich gesagt, weil ich so ein bisschen Schiss hatte, dass jetzt wieder die Bullen hinter mir her sind. Bis man da unten ja auch sieht. Ich bin wieder in diesem gelben Beobachtungskreis der Polizei und die Prozentzahl steigt. Ja, und ich glaube, ich werde es auch nicht schaffen daraus. Das habe ich zu spät realisiert. Kommunizieren die über das Raster? Mit dem Auto wäre man sicher schnell rausgekommen. Ja, Polizeiverfolgung. Also zu spät, sie verfolgen mich. Aber ich habe es, glaube ich, relativ schnell geschafft. Ach ja, ne? Altes Prinzip, Auto am Straßenrand und abhauen. Abhauen. Beziehungsweise erstmal wo reinfahren. Ja, natürlich. Also, das gehört ja zum guten Ton dazu. Also ich finde trotzdem, die eiern immer noch die Autos, auch wenn ich das vorhin gestern anders gesagt habe. Nee, vorhin war es. Vielleicht sind es ja bestimmte Autos nur. Wir ja, finden das noch raus. Ja, das finden wir noch raus. Die Ampeln hacken immer gut. So eine kleine Verfolgungsjagd. Ja, doch. Mann.
Man kommt nicht um die Kurven mit den Teilen. So. Poller hoch. Irgendwo sind Poller, da vorne sind Poller. Genau, jetzt fahren die blöden Äppen mir nämlich hinterher. Und diesmal mache ich die Poller auch hinter mir hoch. Da. Ja, das ist gut. Und wenn ich jetzt nicht mich so dämlich anstellen würde mit diesem beknackten Auto. Guck mal, jetzt sind die da nämlich beschäftigt und ich kann diesen Suchradius verlassen. Das ist ganz gut. Also durch so eine Maßnahme kann man die Polizei ein bisschen stoppen. Und gleich ist die Suche bei. Siehst du? Zack. Da sind die Bullen im Spiel übrigens nicht viel intelligenter als die in Los Santos bei GTA 5. Also die, nicht, dass man sich mal das Autokennzeichen notiert oder so. Ne? Ich meine, wenn man das ist ja eh geklaut hat. Ah ja, stimmt auch wieder. Aber man hat ja ein stadtweites Überwachungssystem. Könnte man doch einfach sagen, finde bitte dieses Kennzeichen. Nö. So, ich bin in der Mission immer noch eigentlich. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie man das bedient. Das sind diese Online-Aufträge, wo ich andere hacken kann. Also andere Spieler auch wohl. Aber das habe ich irgendwie nicht ausgewählt gekriegt. Und dann hat er irgendwann habe ich es ausgewählt gekriegt und dann hat er eine ganze Zeit lang gesucht nach einem Online-Spieler, einem anderen Mitspieler sozusagen, hat aber keinen gefunden. Das ist doof. Aber zumindest sieht man es mal. Ne? Also so sieht das aus, ganz Chicago da am Gange. Und da kann man dann so Aufträge anfordern. Online-Rennen, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Bin auch irgendwie nicht wieder rausgekommen, ehrlich gesagt. Ja, ihr könnt ja dann ein Stück vorspulen. Wir müssen das jetzt aushalten. Ist ja auch nicht schlimm. Gibt ja jede Menge Herausforderungen in diesem Spiel, die man dann da annehmen kann. Und wir haben noch viel zu tun. Das Spiel, ich weiß gar nicht, was ich gelesen habe, wie lange das dauern soll. 15 Stunden, wenn man nur den geraden Strang durchspielt. Aber es gibt ja ganz viele Nebenmissionen. Ach so, okay. Ja, dann wir versuchen mal so eine gute Mischung. Unsere Folgen sind ja so in der Regel 20 Minuten. Dies ist jetzt etwas länger, kann man jetzt schon mal sagen. Wisst ihr ja, 27 Minuten. Was du heute kannst besorgen. Mal sehen, so. Was ich für einen Auftrag ergattern kann. Jetzt sucht er nach Spielern, nach Gegenspielern zum Hacken. Und ich bin in der Zwischenzeit mal so durch die Gegend gefahren. Geldautomat. Hm. Brauche ich Geld? Achso, genau. Zwischenzeitlich habe ich mir angeguckt, was es so für Shops gibt. Mhm. Medizinische Komponenten. Das finde ich auch eine interessante Bezeichnung für Medikamente. Nehmen Sie noch eine medizinische Komponente, bitte. Nichts. Keine Aufträge. Okay. Dann geht es jetzt in der Hauptmission weiter. Habe ich da einen Wegpunkt gesetzt oder hat er den? Ach, ich glaube, okay, das jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Richtig. Schnell den Wegpunkt setzen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Da bin aber ich groß dran. Im Fahren. Ist kein Thema. Ich bei diesen Jobs ist, den Kopf auszuweichen. Genau. Ich glaube schon, dass das in Chicago da so aussieht. Wir werden das dann nochmal genau verifizieren. Alter, ey. Meine Güte. Nee, diesmal nicht. Ich nehme jetzt keine Nebenmission an. Will einmal ein Erfolgserlebnis haben. Vielleicht, wer weiß. Das Licht ist auch schön, ne? Schätze, das ist es. Der Typ muss hier irgendwo sein. Ach, du hast schon wieder. Die Täter verscheuchen. Achso, ja, das ist ja mein großes Hobby, Täter verscheuchen. Der Parkplatz ist auf der anderen Seite, wo ich das Auto geholt habe. Jetzt hätte ich noch ein paar Leute. Ich glaube, das bringt nur Musik. Ist ja auch lustig, man kann Musik hacken. Du lädst die Musik von deren Handy runter. Achso, ja, natürlich, stimmt, das ist auch gut. Da habe ich ein bisschen Geld mir gehackt. Die sitzen da so ruhig, während die Karre direkt... Und ich habe auch gelesen, in jedem Handschuhfach ist auch Geld drin. Und kannst du auch, das heißt, man geht einfach durch die Autos so durch. Also jedenfalls, wenn du das Auto eh fährst gerade, dann kannst du ja eh mal reingucken. Ja gut, mache ich. Jetzt ist da aber die Mission nicht. Ja, das wieder habe ich auf X gedrückt, weil aber hier ist Kreistaste springen. So, Mission starten. Wir befinden uns noch im Akt 1 der ganzen Handlung. Steht oben links. Ist alles im Arsch.
Scheiße, Mann, es ist alles im Arsch. Bin unterwegs. Tempo, Mann, die finden mich sonst. Tempo! Okay. Den Fahrauftrag erledigen. Also erstmal den Menschen finden, den man fahren soll. Geht mit einem rumänischen Bikini-Modell aus. Einen nächtlichen Einbruch in einer Produktionsanlage vereitelt. Ja, Wegpunkt. Ist nicht so weit. Kann man schaffen in einem halben Tag Autofahrt. Nein, das ist gleich. Ein zweiter ist auf der Flucht. Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Ach, guck mal, die Brücke ist hoch. Ah, das hindert mich ja nicht. Vielleicht kannst du drüber springen. Ich habe sie vor allem. Ja. Hab sie außerdem. Das kommt automatisch übrigens. Da habe ich nichts gegen, nichts gedrückt oder so. Da erklären die das jetzt mit der Polizeiverfolgung, mit diesen gelben Kreisen und so. Und dann wird das kurz eingeblendet. An alle Einheiten, die OS-Scan in den. Scheiße. Das ist ganz gut, dass sie mir das an dieser Stelle erklären, weil. Da sind nämlich schon diese, auf der Minikarte sieht man es, sind schon Fahndungskreise, warum die auch immer mich jetzt suchen. Ich versuche denen jetzt auszuweichen. Das ist ganz gut gemacht. Also, wenn man durch den Kreis durchfährt, steigt die Prozentzahl. Aber erst wenn ihr 100 sind, verfolgen die einen. Richtig, genau. LS an Einsatzkräfte. CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Und je nachdem, wie tief man in diesem Kreis drin steckt, zur Mitte hin, desto schneller geht das natürlich. Ah ja. So, da kommt jetzt die. Das. Kurz gucken. Habe ich den Wegpunkt? Ah, so genau. Einen neuen Wegpunkt gesetzt. Ja, mit der Zeit kriegt man das raus. Also, das ist eben so bei unseren Let's Plays. Wir lernen das, während wir es spielen, und da müsst ihr jetzt durch. Hat schon jemand geschrieben, er findet unsere ruhige Art gut. Ach, dann bin ich beruhigt. Ja, finde ich auch. An alle Einheiten, CTOS-Scan initiiert. Kann ja nicht jeder so ein Draufgänger sein und, ne? Nee, man muss das auch mal ruhig angehen, finde ich. So, an dieser Stelle. Bist du tot. Ich bin den Auftrag. Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann. Komm, wir müssen. Er ist aber auch extrem ruhig, du. Und ja. Das bei dem durchlöcherten Auto da. Das völlig platt sein soll und dann nimmt er es trotzdem. So, da musste ich einmal schneiden, weil die erste Versuch ist schief gegangen. Aber jetzt geht's. Es ist alles schief gelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So. Ich weiß nicht, wovon er redet. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Da sind die Straßensperren zu sehen, die gesperrten Brücken und den Hubi. Da steht eine Polizei, die sehen mich gerade nicht. Verdammt, ein Streifenwagen. Ich sehe. Also es gilt wirklich, der Polizei auszuweichen. Deswegen sollte man nicht der direkten Strecke folgen, sondern eben tatsächlich ein paar Umwege fahren. Und der Hubschrauber da? Ja, unter Brücken sieht er einen nicht, habe ich gelesen. Noch nicht probiert, aber zumindest gelesen. Und jetzt dreht er ja nach hinten ab. Und ich fahre so lange in Richtung. Genau. Und im Moment ist ja alles gut, es sind ja keine Bullen in der Nähe. Jetzt kommt er da zwar zurück, aber ich habe einfach mal Gas gegeben, in der Hoffnung, ganz dass... rechts sind ja auch die Häuser. So, und jetzt schnell abbiegen, weil vorne kommen Bullen. Ist ja gut. Ich glaube, weil das jetzt auf Schwierigkeitsstufe leicht steht. Ach, das ist gut. Oder weil ich in der Zwischenzeit so ein unglaublicher Profispieler geworden bin. Ich denke, es liegt an dem Leicht. Ach so, na gut. Na guck. So, die Flucht war schon mal erfolgreich, die Bullen sind weg. Jetzt muss ich noch abliefern. Mann, die sagten ja, du wärst gut. Geschafft! Tja, klapp ich gut. Hallo? Ist nur ich da? Nein, ich hoffe, es ist auch für die Zuschauer dann halbwegs interessant, wenn wir auf leicht spielen. Ich weiß es nicht. Du kannst ja gerne den Level auf. Nein, ich finde es ganz angenehm, wenn es nicht immer daneben geht und wenn es ein bisschen piesig ist und man die Gegend anschauen kann. So. Ein kleiner Ausflug nach Chicago. Mit ein bisschen Auftrag. Eben. So. Okay, da sind wir. Geschafft. Wir treffen ein paar Leute hier. Vermassel es jetzt nicht.
Nee, und an dieser Stelle können wir sagen, ist die Folge auch beendet und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja, supi. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das ist Lucky Quinn. Der Boss vom Club, was will der? Er trifft sich nicht mit uns, sondern mit dir. Jemand wusste was. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das sollte gar keiner sein. Ich meine, das ist eine Computerfabrik, oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da. Ich habe nicht... Psst. Ruhig jetzt. Es ist vorbei, Sohn. Wenigstens habe ich's, stimmt's? Darum geht's doch. Genau darum geht es tatsächlich. So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich, Mr. Quinn. Es war aber nicht mein Fehler. Wirklich nicht. Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt? Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war in Eile. Das ist gut. Sehr gut. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche.